Hi, ich bin Nuki von Netcode Illuminati. Ich bin ein sehr erfolgreicher Counter-Strike-Source-Spieler für das internationale Top-Team MTW. Ja, und in diesem Video seht ihr einen Ausschnitt aus dem Content, den es in meinem Premium-Forum auf der Netcode-Page zu sehen gibt. Und jetzt haben wir die Situation, dass er die Kleine deckt. Und das finde ich jetzt eigentlich nicht so gut, dass ein Spieler die große Rampe aggressiv deckt. Man kann den Kleinen auch gegen eine Eco eigentlich alleine relativ halten, indem man einfach einen unter die 3 halt setzt, ne, also ganz relativ weit vorne. Und ja, in dem Fall kann man halt einfach, sage ich jetzt mal, mehr aus der Situation machen. Und jetzt sozusagen ist der Spieler oben groß am alleine, zieht rein und man könnte jetzt, er könnte es eigentlich verschieben, wenn halt keine Gegner kommen würden, dadurch, dass die Gegner kommen, bleibt er natürlich da. So, und jetzt sieht man schon, der Gegner ist aggressiv und stirbt einfach hier in den Block. Also der Mate, der das gerade einfach gestorben ist, ohne Sinn und Verstand. Die Bombe kann gelegt werden. Ich stelle sie mal wieder weg, damit wir ein bisschen mehr sehen, was die Situation sozusagen ist. Er flasht jetzt große Rampe halt und pusht die große Rampe wahrscheinlich. Große Rampe wird aber schon abgedeckt und genau. Alle Gegner, glaube ich, tot. Also, Fehler ist einfach von dem großen Rampe-Spieler gewesen. An den Spieler jetzt hier selber geht keine Schuld. Dass er aggressiv ist, weggeht und okay, die einzige Schuld, die ihn betrifft, ist, er hätte kleine Rampe der ersten Spiel wahrscheinlich haben müssen. Allerdings, wie gesagt, es ist halt relativ riskant, einfach kleine Rampe aggressiv zu stehen in der Eco. Man hat gesehen, was daraus passiert. Die Bombe wurde gelegt, der Gegner kann jetzt voll kaufen und der eine Spieler, der große Rampe war, hat einfach kein Geld. So, jetzt sieht die Situation schon anders aus. Der spielt den Kleinen alleine, taucht sich wieder unter den Zug, zielt da schön ab. Alles in Ordnung. Wir machen mal Draw Other Models wieder rein. Er hat ihn hoffentlich gesehen. Ich werde mir jetzt eine andere Pose gesucht, weil es einfach so ist, dass. Ja, die Gegner einen wahrscheinlich gesehen haben, den habe ich jetzt auch gesehen, also bei mir. Die Füße sehe ich. Der geht jetzt durch. Oh Gott. Okay, kurze Situation, was falsch, was gut war. Gut war, dass er die Position hatte. Schlecht war, dass in der Situation große Rampe noch einer gezählt hat am Anfang. Als eine Spieler durchgegangen ist, hätte ich vor allem mit der Farmers gegen ein equiptes Team mir eine neue Pose gesucht. Die Gegner wissen normalerweise, dass du da bist, wenn sie das halt gut anstellen. Wenn man da geduckt quasi durch die Ecke halt rumgehen kann. Und er hat sogar zwei gesehen. Es kommt dann ein Smoke, er geht vor. Finde ich auch nicht persönlich so gut, denn mit der Smoke können die Gegner runtergehen und man selber hat den einfach das Problem, ja, dass man durch die Smoke, wenn man durch die Smoke geht, einfach früher gesehen wird von der anderen Seite. Ne? Und in diesem Fall war es jetzt glücklich. Dann hat er den Burst drin gehabt. Also ohne Burst hat er viel früher den Frag gekriegt, vor allem auf Close Distance lieber keinen Burst nehmen. Ne? Und ja, er hat da wahrscheinlich einfach, wenn er schon vorgeht, dann nochmal eine Flash schmeißen müssen, aber im Grunde hätte er sich eigentlich wahrscheinlich besser eine neue Pose suchen können. Das Problem an der Situation ist natürlich, dass der Partner auf dem Kleinen keine AWP hat. So, wir lassen die Runde einfach mal schnell durchrennen. Ich lasse es mal so durchrennen, es wird wahrscheinlich relativ schnell gehen. Da ist erst die einzige AWP. Ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus einem Video, das es bei mir im Netcode Premium Forum zu sehen gibt, auf netcodeilluminati.com. Ihr könnt es natürlich aber auch auf allen anderen Portalen verfolgen, zum Beispiel auf YouTube ist das Netcode Illuminati, auf Facebook ist das Netcode Source und auf Twitter ist es auch Netcode Source. Oder meine privaten Channel sind auf Facebook MTV Nuki und im YouTube André Nuki. Vielen Dank fürs Zuschauen.